So, wir sind im nächsten Part, nächste Level, Insel der Reichen. Wir sind also auf einer Insel der Azteken gelandet. Das ist das zweite Volk neben den Wikingern und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen die Azteken kämpfen und haben zwei Optionen. Entweder wir sammeln 1000 Gold oder wir zerstören deren Base. Und ich glaube, zerstören macht mehr Spaß. Ja, wir haben also erstmal unsere Bauern gebaut, unseren Berserker erforscht. Wir stellen auch die erste Einheit direkt her. So. Das ist auch schon der Zauber der Azteken, das Feuer. Und da haben wir Mana Thron getroffen. Das sind auch die Einheiten von den Azteken. Dieser Samurai-Kämpfer. Und Äffchen. Das Besondere ist bei denen, die werfen so ein, so eine Bombe und porten sich da eben weiter. Den healen wir mal, damit er ein bisschen Stress hier macht. Einheit, ach, die Affen, aber okay, war schön. Die können mit ihren Bomben also unsere Einheiten betäuben. Ach, das sagt er sogar. Ja, sie tragen ihr Gold auf dem Kopf und mit dem Blitzen können wir jetzt die Gegner ausblitzen. So, bringen wir mal ein paar Bauern um, damit der nicht mehr so viel Gold hat. Und ich glaube, das ist es gewesen. Er wird überrannt. Keine Chance. Ah, sind ein bisschen angeschlagen. Ich habe kein Mana, aber ich habe auch keine Chance mehr. Oh, die Nahkämpfer gehen down. So, ich glaube, das war's jetzt. Ja. Wir haben also uns das Gold der Azteken geschnappt. Ja, und haben den Berserker-Modus freigeschaltet, wobei ich jetzt noch nicht weiß, was das ist. Hier werden wir auf die nächste Einheit der Azteken stoßen und das sind die Blastrohrkämpfer. Wir stellen also erstmal unsere Bauern her, um das Ganze hier erstmal ins Rollen zu bringen. Mana Regeneration brauchen wir bestimmt noch. Bekannt aus diversen
Rollenspielen, Mana-Regeneration. Und ja, das Spiel ist sehr simpel gehalten und ich sammle erstmal Geld, bevor ich die erste Einheit herstelle. Und so fängt der Kampf noch nicht an und ich kann mir schon so ein kleines Polster sammeln. So, die erste Welle fängt an. Zweite. Oh, und der, die haben so einen Hammer. Ich weiß nicht, was Kämpfe. Blup. Blup. Poff. Rap. Yo. Oh, das war ein Unentschieden. Und hier stoßen wir uns zurück. Ah, das bin ich mehr. Zu spät mein Mana zurückbekommen. So. Spielen wir den mal. Und da haben wir auch schon den. Ah, fast den ersten Gold. Bauern. Wir haben dieses. Okay, gebüfft. Mana-mäßig haben wir nicht gerade viel, aber... Ja, okay. Ja, wir marschieren also fleißig voran, arbeiten uns durch die Aztekenmassen und sind hier auch schon bei der Welt, die wir anfassen. Und ja, was? Wir haben also seinen Tempel zerstört und gehen über ins nächste Level. Wie das heißt? Nah am Feind. Okay. Da bekommen wir die nächste Einheit. Das ist ein Hammerträger. Der ist sehr langsam, aber er kann die Gegner auch einfrieren mit dem Schlag. Und ja, es ist eigentlich ein Wikinger von Schwattebart, aber er hat sie im Stich gelassen und deswegen hatten wir den und sie schließen sich uns an.
Und mit dem Zauber schicken wir die Wikinger an die Front. Wir können zum Beispiel sehr langsame Einheiten schnell nach vorne. Der Sound ist ganz cool. Nichts Besonderes, aber ja. Das Spiel macht an sich ganz schon Spaß. Mal was Neues vom Echtzeitstrategie. Ja, einfach mal Abwechslung von Echtzeitstrategie. Die sammeln fleißig ihr Gold und den schicken wir so schnell wie möglich nach vorne. Weil wir ja eigentlich schon an deren Base waren. Oh. Wir haben also so eine Rieseneinheit. Und die zerblitzen wir einfach gleich erstmal. Weil die ist ziemlich stark. So. Also der hat ziemlich viel Leben. Mein wenig beeilen. So. Wir haben also alle erledigt und gehen direkt zur Base. Da kommt noch einer raus. Aber das Spiel ist, glaube ich, gelaufen. Davon erholen sie sich nicht mehr. Beeilen wir das. Beschleunigen wir das Ganze ein wenig. Ich habe nicht mal Mana um den Zaun, deswegen gucken wir mal, wie das hier jetzt läuft. Okay, hiermit müssten wir eigentlich auch schon durch sein. Und ja, das war's auch schon mit dem zweiten Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Na, noch ein bisschen noch und jetzt. Yes, bis zum nächsten Mal. Oh no, my temple!